Fans. Dann werden wir mal sehen, ob die Jungs von Fluffy hier rasieren werden oder am Ende des Spiels nicht mehr so fluffig unterwegs sind. Zumindest mal Knife Round geht an Man in Arms. Nun ist die Frage, die Jungs werden stay, also bleiben. CT, somit Fluffy als erstes T. Ja, jetzt müssen schön alle nett sagen stay und dann, wenn alle gesagt haben stay, dann geht's los. So, Restart, 3, 2, 1, go! Das zweite Spiel des Tages. Man in Arms versus So Fluffy. Ohne Musik. Okay. Ist es okay, wenn ich das jetzt schnell mache? In der Pistol. Audio. So. Ja, das müsste passen. Musik ist weg. Ich entschuldige mich. Wie gesagt, kein Problem. Fragen, Infos, Tipps, Tricks, einfach in den Chat schreiben. Wenn sie für mich persönlich Sinn machen, werde ich die befolgen. Das ist absolut kein Ding. So, die Bombe wurde bereits geplantet von So Fluffy, Shortex und Andrew. Jetzt unter Zugzwang. Müssen den Retake auf A holen. Einer kommt über Catwalk, der andere beim Truck. Was machen die Jungs? Schaffen sie den Retake? Fluffy wird das Ding machen, da wir nichts mehr geholt. Und somit geht die erste Pistol an So Fluffy. Wieso steht ziemlich offensiv. Die Jungs warten noch ab. Wer macht den First Pick? Arezzo hat gute Chancen. Aber Ensky mit dem First Frag. Andrew mit dem Refrag. Und die Bombe wird wieder geplantet. Much, much money. Schauen wir mal, ob der Retake dieses Mal eher klappt. Wobei mit zwei Pistons wird das ziemlich schwer. Hallo Chitko, guten Abend. Solltest du nicht auf deinem Stream sein? Oder, du wartest noch. So, Runde Nummer 3. Behalten wir doch den Versace mal ein bisschen im Auge.
Holy, okay. Ja, das sah jetzt ziemlich lustig aus. Aber wenn man Verdachte hat, kann man da ganz einfach ein Support-Ticket schreiben. Jigu47 geht ab hier im Chat. Oh, jetzt Versace mit der AWP. Ja, man soll den Tag nicht aber den Abend loben, man soll sie auch nicht verschreien. Was machen die Jungs? Man in Arms. Da werden sie geholt auf dem A-Spot. Aber Shortex mit den Eiern aus Stahl hat er hier die AWP ausgeschaltet. Shortex mit Andy gegen drei wirklich sehr, sehr lowe Spieler, also von den Health her. Und somit nur noch 2 gegen 2. Peasy Fish gegen Aru und Shortex. Wow, das wäre fast ins Auge gegangen. Jetzt ist es ein 2-on-1, der Retake. Sauber gemacht. Und jetzt wird der Defuse gemacht. Top und somit Man in Arms mit der ersten Runde gegen So Fluffy. Der Delay vom GoTV ist, soweit mir bekannt, 3 Minuten. Enski mit dem Double. Diesmal geht die Bombe aber weh. Wird jetzt da auch gleich geplantet. Aber so Fluffy macht das Ding. Und somit steht es 4 zu 1 für so Fluffy. Schauen wir mal, wie sich die CTs dieses Mal aufstellen, ist natürlich jetzt wieder schwerer, denn sie haben ja nur die Pistols. Aber einen ersten Spieler konnten sie aus dem Spiel ziehen. Hier hatte Versace die Füße noch gesehen. Die Bombe geht auf B und B ist auch eingenommen. Somit muss ich Man in Arms sputen und einen schön getimten Retake versuchen. Oh oh. Ja, dachte ich gleich.
Das wird wieder nix. Und somit wird auch Runde Nummer 6 an So Fluffy gehen. Und jetzt können sich die Man-in-Arms wieder ausrüsten, zumindest ein Teil davon, aber immerhin zwei M4s, eine AK, eine P90. Und was machen die Jungs von So Fluffy jetzt? Versuchen zuerst mal wieder einen First Pick zu machen. Den gleich noch erwischt, hat in den Arsch geschossen, konnte ihn noch rausziehen und die Bombe geht rüber zu B, somit hast du den Argo nicht durchgezogen. Versuchen jetzt aber bei B, aber bei B stand ebenfalls noch ein CT. Und somit bleibt es ein 3-on-3 und der Retake könnte dieses Mal besser klappen. Dieser Nate hat gesessen. Und Rezo kommt ebenfalls auf den Spot jetzt. Zieht den ersten aus dem Spiel. Zieht den nächsten, kann den ebenfalls aus dem Spiel ziehen. Aber jetzt müssen sie defusen. So. Was macht Ansky? Wieso hat er nicht defused? Ah, das war jetzt natürlich ein Fehler von Rezo. Hätte wohl noch reichen können, hätte ich jetzt mal gedacht. Nun denn, hat nicht gereicht und somit steht schon 6:1 für So Fluffy. Die Jungs sind gut unterwegs mit AWP und 4x AK. Währenddessen die CTs einmal mehr auf die Pistols setzen müssen. Und so werden sie auch ziemlich schnell wegrationalisiert. Somit ist es nur noch ein 4-on-1. Carlos Chilik Bimel ist auf sich allein gestellt. Und im Chat geht's ab. Versace, der Überspieler, ne? Da geht er down, der Mr. Chili Pimmel. Aha, und wir sehen auch in diesem Spiel eine Asimov AWP und die wohl hässlichste M4 ever. Oh. Konnte Rezo nichts damit machen mit seiner AWP. Wurde gleich aus dem Spiel geholt. Und somit ist es wieder ein 3-on-3. Bombe auf dem Weg Richtung A. Shortex verzieht hier. Oh.
Aber Shortex holt auch den nächsten. Die Bombe ist natürlich noch auf dem Spot hier. Oh, und er kann sie herausnehmen. Und jetzt liegt alles an Ansky. Was macht Ansky? Verzieht. Wohoho. Okay. Den ersten hat er gezogen. Shortex ist low. Aber Ansky weiß nicht, wo er ist. Vermutet ihn nach wie vor in der Ecke hinten. Das kann jetzt auch gehen. Und das geht es auch. Und somit zweite Runde für Man in Arms. Auch ein lustiges Bild, was wir hier gerade sehen. Da ist wohl einer auf der Tastatur eingeschlafen. Okay. Das dürfte natürlich meine Zuschauer im Chat freuen, was wir jetzt gerade gesehen haben. Noch ist kein Pausenkommando gekommen. Ah, jetzt kommt der Pausenkommando von Peasy. Wie es scheint, hat Versace Probleme mit seinem Rücken. Ja, nun ist er Timeout. Also gibt es gleich eine kurze Wartezeitphase. Nox sehr schön mit der Scout. Runde Nummer 3 für Man in Arms. Und somit kurz pausiert. So, der Versace ist bereits schon wieder da. Also kann es gleich weitergehen. Ja, Versace. Probleme mit seinem Router. Ich hoffe mal, er ist nicht bei der Deutschen Telekom. Und somit steht es bereits 7 zu 3. Wobei Man in Arms zwei Runden in Folge holen konnte. Und wir stehen in Runde Nummer 11. Shortex kriegt viel Arbeit, kann zwei aus dem Spiel ziehen. Beim dritten war es vorbei. Oh, Versace mit dem Deagle Shot. Yo. Dennoch, Mia klärt das Ganze und kann weiter verkürzen. Jetzt schon drei Runden in Folge. Was macht Fluffy? Sie haben nochmal gekauft. Aber müssen diese Runde definitiv gewinnen, sonst haben sie ein Problem. Dann gibt es nämlich eine Eco in der nächsten Runde, außer Peasy hat keiner Geld. Warten wir mal ab, was die Jungs machen. Versace mit dem Headshot, aber dann wird er gleich gerefragt. Die Nate hat gesessen, darum gibt es jetzt gleich eine Back Nate.
Bombe wurde geplantet. Und Rezo allein auf weiter Flur mit seiner AK wird sie wohl versuchen zu saven. Aber sie sind auf der Spur. Hat nicht gereicht und somit kann er die AK saven. Und Fluffy kann die wichtige Runde holen. Und somit steht jetzt 8 zu 4. Auf der Map DE-Cache. Und das Ganze, das ich hier zeige, ist der MyRisk Community Cup Nummer 4. Zu gewinnen gibt es jene Menge Energy Drinks von Instinct. Und 50 Euro für den ersten Platz. Hier hat sich der T wohl auch gefragt, so, was ist das für ein Geräusch da beim Vent? Oh, Enski holt Shortex. Da hat er im falschen Moment versucht zu wechseln. Gerade nochmal gut gegangen für Nox. Aber jetzt die Jungs pushen auf A. Sind auf dem Spot drauf. Versace plantet die Bombe. Und ein 3-on-2 Retake, wobei alle ziemlich nah beieinander sind. Es ist nur noch einer, ist nur noch Versace. Aber da hat es nicht mehr gereicht und somit kann Man in Arms Punkt schreiben und hat mittlerweile 5 Runden, nur noch 3 Runden Abstand. So, Fluffy hat 2 AKs gekauft. Währenddessen wir bei Man in Arms die AWP mit Nox sehen und 2 M4s von Shortex und Rezo. Wir befinden uns in Runde Nummer 14. Nox mit dem sauberen AWP Killshot. One Shot, One Kill. Aha. Gut, eben, ich bin ja noch in Anführungszeichen neu. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Das ist das Flash-Window, okay. Ah doch, das kenne ich. Jetzt, wo ich es von außen gesehen habe, da habe ich nicht gewusst, auf welchem Spot das zeigt. Oh, und der Go auf dem B-Spot. Oh, Andrew konnte sich noch kurz wehren, konnte noch einen aus dem Verkehr ziehen. Bombe konnte er sogar noch mal ausnocken, aber jetzt wird sie geplantet von Enski. Chili Pimmel scheint heute nicht sein Tag zu sein. Vermutlich hat er noch keine Chili bekommen. Ja, das ist nicht so. Konnte nichts machen. Versace mit dem Headshot. Und es steht 9 zu 5.
Runde 15. Und danach gibt's Seitenwechsel. Ja, eben. Gut. Chili Chili macht sterben und somit 10 zu 5, erste Hälfte vorbei. Und wir befinden uns in der Pistol. Die Seiten wurden gewechselt. Nun schauen wir mal, was Man in Arms als Tees so drauf hat. Das ist ein klassischer Split und bereits komplett Strike von PZ. Der wird aber gleich gerefragt. Nein, das war am anderen Ort. Entschuldigung. Nox mit dem sauberen Heady. Double Heady von Nox an Ensky und Peasy. Bombe ist aber auf dem A-Spot. Wird da geplantet. Da wurde schön gefaked. Denn die CTs haben nicht ganz bemerkt, dass die Bombe eigentlich auf der anderen Seite geplantet wird. Jetzt scheinen sie es gemerkt zu haben, aber es ist natürlich viel zu spät. Sauber gemacht. Sauber gemacht von Man in Arms. Erste Runde geht somit in der zweiten Hälfte PC. Können sie verkürzen auf 10 zu 6. So, Fluffy rüstet sich mit Pistols aus und einigen Nades. Währenddessen wir bei Rezo hier bereits die erste AK sehen. Wieder sammelt sich, steht die Bombe im Dumpster drin. Geht jetzt über die B-Hallen Richtung B. Da wartet aber Peasy in der Ecke. Nox. Da kam der Go. Und der Rezo genau am richtigen Ort mit seiner AK. Wow. Sauberer Digger-Headshot von Versace. Aber da wird er keine Chance haben, versucht's auch nicht. Die Bombe nur irgendwie zu diffusen oder sonst was, vielleicht noch den einen oder anderen ziehen. Allenfalls, aber auch das scheint nicht zu passieren. Ach, Chili Bill, was machst du?
Shifted Aiming. Ah, doch noch. Shortex. Kann ich noch rausziehen. Und meine Arms kann weiter verkürzen. Mittlerweile nur noch 10 zu 7. Wie schon mal gesagt, ich erinnere euch gerne, es ist ein Best of One Cup. Heißt, wer diese Map gewinnt, ist weiter. Wer diese Map verliert, ist raus. Shortex mit dem Entry Frag. Und Carlos mit seinem Frag. Nox spielt sehr, sehr stark aus meiner Sicht. Nox, Top-Spieler von diesem Team Man in Arms. Und Carlos Chili Pimmel mit dem Double Frag. Und somit nochmal verkürzt auf 10 zu 8. Man in Arms scheint jetzt langsam im Spiel angekommen zu sein. T-Seite läuft sehr gut bei den Jungs bisher. Gut, jetzt kommt natürlich die erste Waffenrunde von beiden Teams. Bisher war das ja eigentlich Budgetkost. Schauen wir mal, was Fluffy macht. Bereits den ersten CT haben sie aus dem Verkehr gezogen. Somit ist es ein 5 und 4. Nox mit der AWP. Cyberkill. Aber da wird Andrew geholt. Nie gut, wenn man einfach so dasteht, das ist nie gut. Vor allem, wenn man dann im Schilf steht. Aber jetzt Versace, alles wieder um Versace. Versace holt beide aus dem Spiel. Und somit die erste wirklich auf Augenhöhe Runde. Die Waffenrunde geht somit an Fluffy. Und können somit ihren Vorsprung wieder etwas ausbauen auf 11 zu 8. Bombe in der Garage drin, aber es kommt ein schneller Push von den Ts, der aber bereits von Versace wieder gebremst wird. Versace mit dem dritten Kill. Aber jetzt wird er genommen. Aber Rezo allein auf weiter Flur hat da keine Chance und somit 12 zu 8. Die T's machen eine Pistole unten. Einmal mehr über B. Aber das klappt einfach überhaupt nicht. Und somit ein leichtes Spiel natürlich auch wegen den Waffen für Fluffy. Und so steht es bereits 13 zu 8. Aber jetzt Man in Arms wieder mit genügend Cash für Waffen. Und darum schauen wir mal, was die Jungs jetzt versuchen. Kommen hier den Ruf und Rezo konnte da den
einen ziehen, aber der Sasha hat aufgepasst und den Leadrag gemacht. So, ist natürlich dieser Goal bereits schon wieder etwas ausgebremst worden. Was entscheiden die, wie entscheiden sich die Tees? Boy. Sauberer Kill mit der AWP. Da gehen sie gleich reihenweise down, aber Chili Pimmel kann sich nochmal retten. Aber die AWP von Xi ist einfach zu genau. Und somit steht es 14 zu 8. Und jetzt ist natürlich das Momentum wieder auf der Seite von So Fluffy. Konnten wieder zwei Runden holen, währenddessen bei Man in Arms langsam das Geld ausgeht. Darum auch nur zwei Deagles, eine Tech-9 und eine Galil. Mal schauen, ob die Jungs damit etwas ausrichten können. Oh, flauschiges Ende. Sauber von Peasy und Annie gemacht. Alle fünf aus dem Spiel genommen und somit Matchpoint für So Fluffy. Matchpoint Nummer 1. Und die Tees mit einem Double AWP Setup. Showfix. Und Oreso ist am Spammen. Bombe geht Richtung Garage. Da wird aber Nox gezogen. Somit First Track. Und jetzt definitiv das Momentum auf der Seite von So Fluffy. Es ist ein 5 zu 3, ein 4 zu 3. Also ein 4 gegen 3. Was machen die Jungs von Man in Arms? Sie sterben. Shortex geht down durch Versace. Wieso? Skipper zieht leicht. Ja, was ist mit dir los? Los, Enski. Bang! Und da ist der Win. GG.